Grüß euch zurück bei Call of Duty Black Ops 3. Wir sind noch immer auf der letzten Mission, die schon Ursache ist, das nimmt kein Ende mehr. Und ganz ehrlich, es ist zwar irrsinnig geil inszeniert, aber irgendwie ist dasselbe. Ah, so, das ist jetzt das dritte Herz, dritte Türe, drittes Herz. Vielleicht haben wir es jetzt sogar geschafft. Keine Ahnung, lassen wir uns überraschen. Je mehr wir nach dem vereisten Wald suchten, desto weiter schien er fort. Statt Antworten fanden wir hässliche Wahrheiten. Das Projekt, das mich geschaffen hatte, tötete Hunderttausende von Seelen. Ich wollte einen sicheren Ort finden, für uns alle. Ich wollte den Tod besiegen. Aber es gab kein Entkommen. Der Tod war tief in jeder Seele verwurzelt, auf die ich traf. Aber ich, Taylor, dazu bewegt zu schießen? Oder tat er es aus freiem Willen? Weißt du das? Das stimmt alles nicht. Ich habe diese Leute nicht umgebracht. Mit dem DNI sollte eigentlich alles besser werden. Stattdessen hat Corvus jetzt all diese Teile. Und es weiß nicht, was das ist. All dieser Lärm in meinem Kopf. Ich kann nicht denken. Wer bin ich? Ich kenne nicht mal deinen Namen. Wer bist du? Warum kämpfst du? Das ist deine letzte Chance! Zeig mir, was du drauf hast! Bekämpfe es! Bekämpfe es! Löscht. Okay. Achte nur auf den Klang meiner Stimme. Entspanne dich. Lass die Gedanken treiben. Lass die schlechten Erinnerungen los. Sind das jetzt unsere eigenen Daten, die wir da löschen? Aus diesen Erinnerungen, das heißt, dass wir ja schon eigentlich tot sind. Klar, das waren jetzt zum Schluss unsere eigenen Erinnerungen, die wir da gelöscht haben. Und somit sind alle Erinnerungen gelöscht, alles gelöscht. Ich denke mal, das war's. So wurde der besiegt. Okay, die Zore ist durchgesockt. Nein, die Story ist durchgezockt. Ich tue ein bisschen Wegstand vom Buchseln. Ihr dürft mir das auch nicht verübeln. Ich nehme jetzt seit 3 Stunden und 8 Minuten am Stück auf. Ich habe das jetzt seit dieser komischen Mission mit diesen Sandbohrplattformen am Stück durchgezockt. Nur für euch, damit ich euch wirklich aktuell die Folgen bringen kann. Es war jetzt ehrlich zum Schluss schon ein bisschen mühsam, ich gebe es zu.
Aber es ist geschafft, die letzte Mission. Ich glaube, die Story ist, naja, die lässt einiges offen. Also ich habe jetzt einmal eine gewisse Art da hineininterpretiert, dass das mit einem Computervirus ist. Es kann natürlich auch sein, dass wir da gleich am Anfang bei der Mission, wo wir eigentlich so schwer verletzt waren, sind, naja, wo uns dieser komische Roboter die Gliedmaßen ausgerissen hat, dass wir da schon gestorben sind und dass das jetzt quasi so ein Todestraum ein letzter war, so wie es einmal in den Zwischensequenzen hat, diese verrückten letzten Impulse eines sterbenden Gehirns. Vielleicht war es sowas, was wir da erlebt haben. Es lässt, glaube ich, doch einiges an Spekulationen offen, das finde ich auch recht gut. Aber es sind auch ein paar arge Sachen drinnen, also was ich eh schon mal zwischendurch gesagt habe, ja. Ich halte von dieser direkten Vernetzung zwischen Mensch und Maschine gar nichts, ja. Auch diese RFID-Chips, die da jetzt immer wieder in Diskussion sind und ja, ist so leiwand, kannst bargeldlos zahlen, nur mit deinem Chip, ne, super toll, du kriegst nur mehr mit dem Chip was zum Kaufen und wenn dich irgendeiner nicht mag, drückt einer irgendeinen Knopf, dein Chip ist deaktiviert. Dann probier noch einmal was zum Kaufen ohne Bargeld, dann ist finito, Schluss mit lustig. Also es hat alles, was so seine Vorteile hat, hat natürlich auch immer Gefahren. Ich glaube, das ist da auch ein bisschen rausgezeigt worden, dass man sich damit nicht so sehr spielen sollte. Man sollte nicht Menschen durch Maschinen kontrollieren lassen, weil man nie weiß, wo sich die Kontrolle hinentwickelt und wer letztendlich die Maschinen kontrolliert. Das ist ganz das Entscheidende. Ja, und so gesehen, ja, das zur Story. Also wie gesagt, ich muss das jetzt auch erst alles ein bisschen verarbeiten. Ich kann da jetzt nicht gleich alles wiedergeben. Es ist wahnsinnig viel passiert und vielleicht komme ich noch auf den einen oder anderen Schluss. Aber ja, ich denke mal, so kann jeder selber sein Ende sich zurechtlegen und Meinung von der Story. Ihr kennt das schon von mir. Ich lege euch ja immer ans Herz. Macht euch über alles eine eigene Meinung. Ja, lasst euch nicht, sagt nicht nach, was andere Leute vorkauen. Geht auf euer Herz, geht auf euren Verstand. Das, was euch gefällt, das ist gut, da kann man auch dazu stehen. Und nur wenn ein anderer sagt, das ist scheiße, muss man dem das nicht nachplappern. Ja? Hört auf eure eigenen Intuitionen und wenn ihr etwas gut oder schlecht findet, dann steht es auch einfach dazu. Ja? Ich finde, es war das beeindruckendste Call of Duty, was ich ever gezockt habe. Das muss ich ehrlich sagen, ich hätte nicht damit gerechnet. Ich habe es eh zwischendurch schon mal gesagt, dass mich die, naja, wie sagt man, die Präsentation, ja, die Inszenierung, die hat mich wahnsinnig beeindruckt bei dem Spiel. Ich war das von einem Call of Duty nicht gewöhnt. Ja. War echt toll. Ja, der Rest, ja, Shooter halt, ja, und wie üblich nicht allzu lang, dafür sehr intensiv die Zeit, allerdings diesmal jetzt schon doch mit mehr Zwischensequenzen versehen, also das war diesmal natürlich auch etwas mehr, aber dafür geil inszeniert die Zwischensequenzen. Das ist jetzt nicht so, dass man gesagt hat, schon wieder quatschen, zwei Typen, sondern nein, das ist echt geil inszeniert, auch immer wieder das mit diesem vereisten Wald und ja, alles in allem nicht schlecht. Gut, damit ist aber auch das Projekt aus, liebe Leute. Ich weiß jetzt gar nicht, was habe ich denn auf der letzten Folge drauf. Ja, ist ja gar nicht so schlecht, ein paar Minuten wird es halt der kürzere. Ich lasse auch jetzt den Abstand da nicht ganz fertig laufen. Ja. Ich hoffe, es hat euch auch gefallen, wieder mal ein Call of Duty mit mir durchzuzocken. Ich habe auch eine Menge andere Programme, Projekte, sollte ich sagen, auf meinem Kanal. Nicht immer Shooter, aber ich spiele immer wieder Shooter. Call of Duty ist immer wieder Pflicht. Battlefield zocke ich auch immer, das sind so die Pflichtsachen. Und zwischendurch zocke ich halt, was mir gerade in den Sinn kommt. Und ja, zurzeit läuft noch immer Metal Gear. Und na, Batman sollte jetzt schon fertig sein. Und naja, Metal Gear läuft noch immer, da werde ich jetzt weiterzocken und was weiterkommt, weiß ich nicht. Blöde Zeit, es kommen momentan lauter echt geile, verrückte Spiele raus. Es ist Fallout 4 draußen, es ist Tomb Raider, es gibt so Menge geile Spiele. Natürlich sind das alles lange Projekte. Okay, kommt da jetzt noch irgendwas? Nein. Das sind alles in allen sehr lange Projekte und die schon länger bei mir sind, wissen das. Ich habe nicht so viel Zeit, ich mache das wirklich nur nebenbei. Ich würde wahnsinnig gern den ganzen Tag nur Projekte zocken, aber das habe ich leider nicht. Das da jetzt mit Call of Duty ist ein bisschen eine Ausnahme.
Es ist einfach, weil ich weiß, dass diese Kampagnen nicht allzu lang sind, und dann setze ich mich schon einmal gerne hin und zocke auch einmal 3 Stunden am Stück für euch durch, das ist okay. Aber sonst mache ich das nicht, weil ich denke, bei anderen Projekten, wenn man dann schon so müde ist und wenn es einem nicht richtig freut, dann wird das auch nichts gescheit. Man merkt sie auch da, man merkt ganz bei mir, glaube ich, ziemlich gut die Stimmungslagen, wie ich gerade drauf bin. Darum gibt es das bei mir nicht so regelmäßig. So, und jetzt bla 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 bla, habe ich natürlich wieder genug gequatscht. Schauen wir uns noch das an, was ich da jetzt letztendlich für eine Stufe erreicht habe. Level 14 ist ja nicht so schlecht. Und ja, ich hoffe, es hat euch auch Spaß gemacht. Wir werden uns, gehe davon aus, wieder mal bei einem Projekt sehen. Haut mir da wirklich fett den Like-Button drauf, falls euch das gefallen hat. Abo, wie gesagt, es kommen bei mir immer wieder Shooter raus. Und ich habe eine ganze Menge liebe Abonnenten, die gerne Shooter bei mir schauen, sich den anderen Müll zwar nicht reinziehen, das ist okay, aber trotzdem mir treu bleiben und ausharren und hoffen, dass irgendwann bei Mango Max wieder mal was dabei ist, was ihnen gefällt. Ich versuche es eher ein bisschen abwechslungsreich zu gestalten. Ich hoffe, das gelingt mir ganz gut. Ja. Vielen, vielen lieben Dank für eure Treue und vielleicht sehen wir uns wieder mal bei einem anderen Projekt. Bis dahin, Dankeschön fürs Zuschauen. Und führt euch!